Der Familienhebammenladen ist eine Anlaufstelle für werdende Eltern und junge Familien in Mülheim an der Ruhr. Er bietet ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft an. Familienhebammen sind speziell ausgebildete Hebammen, die Familien in unsicheren Lebenslagen und belastenden Situationen unterstützen. Sie beraten die Eltern in allen Fragen rund um die psychosoziale Gesundheit der Eltern sowie die motorische Entwicklung des Babys und des Kleinkinds. Was ist sozusagen dein Haupttätigkeitsfeld im Moment mit den Frauen, die du betreust? Was machst du am meisten? Über Ernährung sprechen, Stillberatung mache ich, kontrolliere das Gewicht der Kinder. Ich zeige, wie die Frauen ihre Kinder händeln. Ich zeige, wie sie ihr Baby tragen können, wenn es Koliken hat. Ich erzähle auch, wie man ein Baby altersgerecht fördert. Das heißt, wie ist die Ansprache bei einem Neugeborenen, wie ist die Ansprache bei einem 3 Monate alten Kind. Das kann sehr unterschiedlich sein, weil das Kind unterschiedliche Bedürfnisse hat. Mhm. Das heißt, die Ruhephasen werden dann kürzer. Die sehen anders, wenn die neugeboren sind. Das heißt, da muss man dichter dran gehen. Wenn ein Baby älter ist, kann man es auch schon mal auf die Erde legen und spielen. Dann zeige ich, wie man spielt, wie man eine optimale Motorikförderung macht. Die Beratung findet auch im Familienhebammenladen selbst statt. Die Familienhebammen unterstützen werdende und junge Eltern, eine verlässliche Beziehung und Bindung zu ihren Babys aufzubauen, helfen den Eltern, den Alltag mit Kind besser zu verstehen und bieten passgenaue Informationen im Netzwerk Frühe Hilfen an. Wie kann ich Sie unterstützen oder Ihnen helfen? Mein Mann hat jetzt das Referendariat angefangen und kann daher keine Elternzeit nehmen nach der Geburt. Und deshalb habe ich mich hier gemeldet, in der Hoffnung, Unterstützung zu bekommen nach der Geburt. Haben Sie schon eine Wochenbett-Hebamme bekommen, die Sie im Wochenbett betreut oder begleitet? Ja, das freut mich. Genau, die könnte dann die ersten Wochen kommen. Die macht die medizinische Versorgung. Mhm. Ich würde dann bei Fragen im psychosozialen Bereich zur Verfügung stehen. Super. Haben Sie sonst noch Fragen? Ich habe gehört, dass man auch eine Haushaltshilfe bekommen kann, wenn es einem nach der Geburt nicht so gut geht. Da hätte ich auf jeden Fall noch Interesse dran und wollte fragen, ob Sie mir da irgendwie helfen können. Da können wir im Netzwerk Adressen zur Verfügung stellen. Da können Sie dann anrufen. Sie können vorab dann bitte mit Ihrer Krankenkasse sprechen, ob die genehmigt. Bei der Krankenkasse habe ich mich auch schon informiert. 90 Tage würden die auf jeden Fall bezahlen. Aber wie das mit den ganzen Anträgen geht und wo ich mich jetzt melden soll, weiß ich halt noch nicht. Wir haben Möglichkeiten, übers Netzwerk hier in Mülheim uns da schlau zu machen. Da kann ich Sie unterstützen. Hausbesuch. Die Familienhebammen in Mülheim an der Ruhr besuchen werdende und junge Familien in ihrem Zuhause. Sie geben Informationen und beantworten Fragen in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr. Sie helfen den Eltern, ihr Kind in seiner Entwicklung besser zu verstehen. Diese Familie geht schon routiniert und gelassen mit ihrer kleinen Tochter um. Der Vater beteiligt sich nach der Arbeit, wo er kann. Die Familien zu stärken, das ist das Ziel der Familienhebammen. Wie haben Sie sich gefühlt bei uns im Familienhebammenladen? Also ich habe mich sofort auf jeden Fall wertgeschätzt gefühlt und auch ernst genommen gefühlt. Mhm. Weil natürlich hatten wir beide die Sorgen gehabt und mir wurden auch so sofort die Sorgen weggenommen. Mhm. Weil ich auch mit meiner Freundin zu Ihnen kommen durfte. Und Sie stillen ja auch. Ja. Erzählen Sie ein bisschen darüber, wie das für Sie ist. Also anfangs war es für mich unangenehm, der Gedanke, dass jemand an meiner Brust ist, mein Baby so. Konnte ich erstmal nichts mit anfangen, bin ich ganz ehrlich. Aber als sie dann gestillt worden ist bei mir, fand ich das richtig schön. Und dann baut man doch eine ganz andere Bindung auf zu seinem Kind. Und der Gedanke, dass ich dann jetzt schon wieder arbeiten würde, das, nee, könnte ich jetzt nicht. Mhm. Also wenn man das kann, zu Hause bleiben, dann sollte man das auch machen. Bei Unsicherheiten kann jede Schwangere und jede junge Familie die Unterstützung der Familienhebammen in Anspruch nehmen. Die Beratung und Begleitung ist kostenfrei.